Hallo und willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir werden jetzt hier erstmal ein bisschen am Norden entlang laufen bis zu dieser oh, noch ein Grab entdeckt. Wir sind hier ganz im Norden, nördlich von Scarlet's. Sich da versteckt. Öffnen. Okay. Schwert des Longinus. Das ist ja anscheinend wird das als besser bewertet. 103, 103. 112, 92, da tut sich eigentlich nicht viel. ...62, 68, 55. Da steht Stärke 68 statt meine 62, aber dem kann ich ja jetzt nicht so ganz zustimmen. Das ist halt nur der eine Wert, der da besser ist. Der Stichwert. Verteidigung ist auch höher. Na ja, gut, dann nehmen wir den halt. Wunderbar. Kann sein, dass das jetzt auch einer dieser Schätze war. Gut, ich habe auch nicht alle Karten. Ich habe ja nur 5-6 Karten. Ich habe noch diese Karte 16, aber das ist halt sonst wo. Aber sicher nicht hier. Gut, dann laufen wir mal nach Osten. War da nochmal ein Rezept bei? Ja. Und ein Buch. Aber das kann ich wahrscheinlich nicht lesen. Oh, da lebt noch jemand. Was zur Hölle war das? Antworte. Was zur Hölle? Möge Gott dich behüten, Heinrich. Das sind aber nur generische Dorfbewohner, mit denen man nicht irgendwie helfen reden darf. Gehen wir da noch ein Stück nach Norden, um die Wolke kurz wegzumachen. Nicht alles stehen und liegen lassen. So. Dann folgen wir am besten dem Pfad dort. Ein Nest. Dem da. Guck mal auf die Karte. Ja, wenn wir da einfach geradeaus laufen, dann sind wir auch in einem Dorf. Keinen Auftrag für. Brauchen wir nicht. Pribslavitz.
Berichte Herrn Ratzig, wo sich das Banditenlager befindet. Oh. Ach, das sind alles. Ist alles böse, oder was? Ist jetzt gar kein normales Dorf, sondern. Okay, mal gucken wir mal. Durch Stinker weiß ich nun, dass sich ein weiterer der Banditen vom Überfall auf Neuhof offenbar von einer Windmühle südlich von Marriott versteckt. Okay. Das ist die Hauptquest. Verstehe. Mhm. Hm. Na gut, ja dann. Reite ich da erst noch mal ein kleines Stückchen nach Südwesten. Dann werden wir erst noch diese Banditenlager-Quests machen. Auf einen Weg gestoßen. Was sagt man? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbahn. Erinnert schon fast ein bisschen an Far Cry 2. Nicht ganz so nervig. Bei Far Cry 2, das hatte ich damals auch nur mal angespielt, weil mir das irgendwie zu blöd wurde. Da ist man quasi irgendwo in der Pampa mit einem Jeep rumgefahren. Und bei jedem dämlichen Checkpoint kamen dann irgendwelche Gegner-Jeeps an, die einen verfolgt haben. Und die sind immer wieder respawned. Und dann hat man wieder weggeballert, dann ist man wieder durch die nächsten Kreuzung vorbeigefahren, ist man wieder wegballern. Das war einfach super nervig. Ja, dann diese Windmühle. Wo war die denn? Dann machen wir das. Dann gehen wir mal dahin. Wenn das eh da auf dem Weg ist. Wenn wir mit dem Pferd da wieder rauskommen. Wir haben ein Boot. So, da raus. Da muss man früh genug drücken, denn das Pferd braucht ein bisschen Vorlaufzeit. So langsam sollten wir aber auch in der Nähe sein. Oh je, yeah, aber da hochzukommen wird jetzt wahrscheinlich nicht so cool. Ja, dachte ich mir. Unser Pferd kann das. Es wird ein Geländepferd. Vielleicht ist es auch nur eine mutierte Ziege.
So, wir sind jedenfalls hochgekommen. Ach, der ist hier. Ach, das ist der Ratzig. Das wollte ich ja aber gar nicht. Ach, da muss ich hin. Also ich kann das zwar auch mit dem machen, aber jetzt tue ich mal so, als würde ich das gar nicht wissen. Um den anderen Schritt der Hauptquest auch noch machen zu können. Dann reiten wir da noch gerade hin. Das war nichts. Noch ein Grab. Dann buddeln wir mal. Gut möglich, dass ich hier auch den einen oder anderen Schatz quasi durch Zufall ausgehoben habe. Ein Schatz! Naja. Na, dummes Pferd. Laufen halt weg und holen uns es wieder. Rüstung, da muss ich jetzt aufs Pferd legen. Simsalabim. Da ist die Mühle. Ja, der Typ wird jetzt wahrscheinlich am Schlafen sein. Hey! Hey du! Vielleicht hängt er auch in der Scheune ab. Nö. Aha. Setzen. Dann lesen wir halt eine Runde.
Das geht nicht, das geht nicht. Flink wie ein Wiesel. Oder auch nicht. Grundlagen des Reitens. Mhm. Wir sind schon Max auf Reiten, aber mal gucken. Kann auch sein, dass das noch was in der Maximalstufe ändert. Energie ist noch auf 75. Schnarsch. Lesen gestiegen, sehr gut. Allein dafür hat sich das gelohnt. Schattenspiel können wir noch nicht, oder? Ja. Naja, dummer Köter. Sieht nicht so aus, als ich nicht dahin sollte. Da rein. Cooler Sound. Leider kein Ausguck. Wer ist da hinten rumgelaufen? Wahrscheinlich nur ein Bürger oder Wanderer. Naja. Für dieses... Doch, lesen haben wir auch einen Punkt bekommen. 12. Wissbegierig. Ganz gleich, wo du dich zum Lesen aufhältst, du erhältst immer einen Bonus. Benutzt einen Zeitpunkt auf Redekunst und versuchst, Wachen zu überzeugen. Ja, machen wir das. Auch wenn das eigentlich Unsinn ist. Ich stehe da nicht auf. Dann kann ich jetzt hier nur warten. Ich hatte gehofft, dass ich hier irgendwo schlafen kann, aber... Dann werden wir warten. Energie 73.
Naja, ist auf. Dorfbewohner Mirka. Ich suche einen Koloss namens Timmy. Er soll hier arbeiten. So einer ist mir nicht bekannt. Aha. Ich bin auf Geheiß von Herrn Hanusch hier. Herr Hanusch? Gütiger Gott, es muss was Ernstes sein. Na schön, aber nicht hier. Treffen wir uns hinter der Mühle. Mhm. Na komm mal her. Also. Ist auf jeden Fall ein schön hoher Punkt, wenn man hier überall nach unten gucken kann. Netter Hügel. Gute Position für eine Windmühle. Hier bin ich. Also, wozu die Geheimnistuerei? Was willst du von Timmy? Kannst du mir sagen, wo ich ihn finde? Versprich mir, dass ihm nichts geschieht. Wieso kümmert es dich so sehr? Weil er mein Bruder ist. Er ist nicht der Klügste, verstehst du? Und ständig bringen ihn andere vom rechten Weg ab. Und nun suchen ein paar sonderliche Gestalten nach ihm. Wer sind die? Weiß ich nicht. Sahen wie Halsabschneider aus und haben merkwürdige Dinge gesagt. Aber ich habe ihnen nichts erzählt. Das ist gut. Aber früher oder später finden sie ihn sowieso. Sag mir, wo er steckt und ich kümmere mich um ihn. Er versteckt sich auf Kolbens Farm, in der Nähe von Merhoyet. Ich schätze, die wollen mich umbringen. Mich beschleicht das Gefühl, du suchst nach jemandem. Ich ebenfalls. Wir könnten einander unter die Arme greifen. Hm. Und nach wem suchst du? Nach einem großen Ochsen namens Timmy. Ich weiß nichts über ihn. Ich fürchte, ich weiß nichts über ihn. Das ist schade. Jammerschade. Denn ich kümmere mich gut um Leute, die mir helfen. Wenn mir jemand sagen würde, wo er steckt, hätte ich eventuell Arbeit für diesen jemand. Schlaue Kerle können wir im Lager gut gebrauchen. Er ist in Ratai. Er soll sich in Ratai verstecken. Ach ja? Wo in Ratai? Beim Fleischer. Sie sind verwandt. Verzeih, wenn ich das nicht für bare Münze nehme. Radan bleibt hier und wird ein Auge auf dich haben. Zu deiner eigenen Sicherheit, weißt du? Komm mit, wenn du die Eier hast. Wenn nicht, komm in die Schenke in Samopesh, sobald alles vorbei ist. Oder wir kommen zu dir. Kommt, Jungs! Markok. Musst du wie eine Schmeißfliege rumschwören? Die läuft mir jetzt hinterher, oder was? Also er war jetzt bei Merhoyet.
Da. Aber ich habe Timmys Aufenthaltsort nicht verraten. Jetzt ist es in der Zeit, ein paar Takte mit diesem schlüpfrigen Trottel zu reden. Mhm. Der Typ kommt mir jetzt danach. Mal gucken, wie weit der hinterher läuft. Sollte er jetzt dem Pferd nicht unbedingt nachkommen. Vielleicht hätte ich es auch besser alle umbringen sollen. Oh Gott, hätte ich besser nicht gemacht. Ah, okay, passt. Da wäre es fast wieder um mich geschehen. Naja, ich wäre vom Pferd gefallen. So, da sind wir. Wo ist Timmy? Timmy. Hey Timmy, wie geht's? Ganz gut. Kennen wir uns? Jetzt schon. Hä? Oh, Scheiße. Was willst du? Ich war's nicht. Ich wollte nicht. Ich... Scheiße. Ich sah, was du in Neuhof gemacht hast. Was redest du da? Du warst nicht dort. Ich meine, ich war nicht dort. Spar dir deine Mühe. Du warst mit dem hinkenden Heinz und Stinker dort. Ich weiß alles darüber. Was willst du von mir? Dein Spießgeselle Hinek erzählte mir, dass diese Hurensöhne ein Lager haben. Und ich will es finden. Muss es finden. Ja, aber... Aber warum soll ich dir vertrauen? Bin nicht blöd. Du könntest einer von denen sein, aber so tun, als wär's nicht so, um mich reinzulegen. Dir sag ich gar nichts. Mhm. Sehe ich wieder ein Halsabschneider aus? Sehe ich etwa wie einer aus, der aus Spaß Schwachköpfe jagt? Nee, tust du wohl nicht. Aber ich weiß nicht, wo ihr Lager ist. Ein Haufen Pferdescheiße. Hinek sagte, dass du dort warst und dass Pius dir einbläute, das Maul zu halten. Du musst etwas wissen. Nun, einmal war ich dort, ja. Nur war ich ziemlich voll und bin mir nicht sicher. Versuch dich zu erinnern. Es war in den Wäldern. Irgendwelchen Wäldern, weißt du? Mit Bäumen und so. Da waren verfallene Häuser dort und so. In den Wäldern. Da gab's eine Kirche dort. Aber eine, die irgendwie kaputt war. Wunderbar, besten Dank. Nun leuchtet mir alles ein. Weißt du, in welche Richtung es war? Genau nördlich von Thalenberg. Wenn du von der Burg aus Hügel aufwärts gehst, dann ist ein Weg bei so Scheunen, glaub ich. Führt zum Holzfällerlager. Wenn du bei den Holzfällern weitergehst, kommst du zu diesem verlassenen Haus da. Kannst es nicht verfehlen. Sieht wie ein Haus aus. Nur verlassen. Da gehst du nach links und dann weiter, bis du zu einer Lichtung kommst, mit einer Riesenbuche. Oder war's eine Eiche? Dann gehst du nochmal links. Da ist dieser enge Pfad und du gehst dem schön nach. Manchmal teilt er sich. Du hältst dich einfach links, bis du zu einer Wegkreuzung kommst,
bei dem großen, flachen Felsen. Dann gehst du geradeaus weiter, immerzu. Nach einer Weile siehst du eine Brücke. Und genau da ist's dann. Tja, ist wohl besser als nichts. Aber du erzählst doch keinem was davon, oder? Hast es versprochen. Ach Mist, hab vergessen, es dich versprechen zu lassen. Ich verrate dich nicht. Keine Sorge, aber versuch's in Zukunft mit ehrlicher Arbeit. Wie wäre das? Danke, werd's probieren. Zumindest für meine Schwester. Das Mädchen bei der Windmühle? Jawohl, Mirka. Hast du mit ihr gesprochen? Was sagt sie? Sie sagte mir, dass du dumm wie Brot bist und dich ständig in Unsinn mit reinziehen lässt. Echt? Ja, da hat sie wohl recht. Pass etwas besser auf. Okay. Ja, jetzt haben wir nur noch dieses... Bericht der Herrn Ratzig oder Bericht der Herrn Ratzig? Okay. Dann machen wir jetzt die Briganten. Das hier kommt später irgendwann, nehme ich dann an. Jawohl. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich den auch irgendwo draußen antreffe. In seiner Butze. Wie geht es dir, Heinrich? Ja, scheiße. Urban. Und nee, stehlen wollte ich da nicht. Konnte ich ja nicht eben mit reden. Das ist Urban. Naja, okay, das nutzt mir nichts. Dieb! Was? Was du... Dachtest du, ich käme nicht dahinter? Du hast die Reliquie behalten. Aber ich... Verdammt! Wie konntest du nur? Wegen solchen wie dir verwehren sie aufrechten Leuten den Einlass. Bin ich jetzt wieder im Knast, oder was? Das Spiel überlegt noch. Willkommen, Heinrich! Ist jedenfalls kein gutes Zeichen. Aber ja, manchmal sind auch die Ladebildschirme ewig lang, deshalb hoffe ich noch aufs Beste. Auch ein bisschen dämlich, dass das erst beim Ansprechen passiert. Aber so lange, wie das jetzt hier dauert, muss ich leider annehmen, dass da was im Eimer ist. Mal davon abgesehen, dass im Hintergrund noch alles weiterzulaufen scheint. Jetzt weiß ich aber auch nicht, ob der bei den Quests vorher gespeichert hatte. Ansonsten wird das jetzt ein langes Stück zum Wiederholen. Ja, hilft nix.
Der ist jetzt hiermit beschäftigt mit dem Laden. Da muss ich einen Schnitt machen und dann hoffe ich aufs Beste. Tja, und da sind wir wieder. Ich habe fast noch Glück gehabt. Also der hat zwar bei der Quest nicht gespeichert, aber ich hatte zumindest am Anfang des Teils gespeichert. Das heißt, ich muss nur noch die ganze Quest wieder neu machen. Ja, ist scheiße. Aber hilft ja nichts. Da muss ich jetzt mal gucken, dass ich Sachen wieder wegpacke, damit ich quick traveln kann. Dann werde ich jetzt nicht da noch erkunden gehen, sondern das erstmal außen vor lassen. Was kann ich denn hier? Trinkwasser. So, wir sind ja oben. Zuletzt hatte ich halt, bin ich da reingegangen, bla bla bla. Was ich jetzt stattdessen mache, ist, dass ich einfach da hinreise. Und dann rüber zur Mühle. Dann wieder rüber zu dem Typen. Ich weiß ja, was da zu tun ist. Andererseits, ich kann auch diese Typen dieses Mal umbringen. Können wir auch mal versuchen. Ist auf jeden Fall schön scheiße, so ein Täler. Weil da man halt nicht quicksafen kann im Spiel. In jedem, bei einem anderen Spiel wäre es halt überhaupt kein Problem gewesen, weil ich halt alle 10 Minuten auf Quicksave oder gehauen hätte oder das Spiel ein Autosave gemacht hätte. Aber hier, das ist quasi so ein, ja, self-made Problem. Wer ein Spiel macht, das, bei dem man nicht frei speichern kann, der sollte schauen, dass das Spiel fehlerfrei ist. So muss man's sagen. So, ich lasse das Pferd hier ab. Dann bringen wir die dieses Mal um. Der Typi ist wahrscheinlich schon hier pennen, oder? Nee. Ach, da darf ich nicht schlafen. Weil der andere wahrscheinlich schon auf dem Weg dahin ist. Ist es blockiert, ja. Dann lesen wir mal dieses eine Buch, was da noch war. Klingt wie ein Wiesel, war es nicht, das hier. Aha. Eine Stunde. Dann müssen wir noch 2-3 Stunden warten. Jetzt haben wir erst noch diesen Punkt in Lesen bekommen, den ich auch hier auf irgendwas setzen konnte. Magistrat 2. Kartograf war 14. Da sind wir jetzt auch nicht mehr so weit von entfernt. Dann warten wir hier noch 2 Stunden.
So. Mirka. Ich suche einen Koloss. Blablabla, blablabla. Ich bin auf. Ein zerlumpter Kerl wie du? Na sicher doch. Jemand will ihn umbringen. Hör zu, jemand will ihn umbringen. Ich muss ihn warnen. Mein Gott, also ist das wahr? Dieser Dummkopf ist wieder mal in was reingeraten. Aber nicht hier. Auf zur Mühle. Packen wir die Fackel mal weg. Dann muss ich den Schild mal... Na, eigentlich brauchen wir den nicht, weil ich sofort aufsatteln werde. Und die dann erschießen werde. Knarz. Mal gucken, ob man sich hier töten kann. Ne, lieber nicht. Blabla. Hier bin ich. Was willst du von... Kannst du mir sagen... Versprechen. Wieso kümmert... Und nun? Wer sind die? Weiß ich nicht. Aber ich habe ihn... Das ist gut. So, jetzt kommt die Sequenz wieder. Er versteckt sich auf Kolbens Farm. In der Nähe von Merholt. Mich beschleicht das Gefühl, du suchst nach jemandem. Ich ebenfalls. Wir könnten einander unter die Arme greifen. Das bezweifle ich. Das glaube ich nicht. Wieso nicht? Eure Visagen gefallen mir nicht. Eure Visagen gefallen mir nicht. Und ich mag's nicht, wie dein Atem in mein Gesicht schlägt. Dein Gestank missfällt mir. Also verpiss dich. Ja, leck mich doch, der Ochsenknecht. Habt ihr das gehört? Der Kerl hat Eier aus Granit. Wir sehen uns noch. Held. Okay. Dann halt auf die Weise. Dann werden wir rüberlaufen. Unfallort. Ja. Stark. Bildstark. Und Bildstock. Sollte der nicht hier gewesen sein? Oh, okay.
So. Dann werden wir hier auch kurz mit dem reden. So, der Falsche. Timmy. Hey, Timmy. Ganz gut. Jetzt schon. Hä? Scheiß. Ich sah... Was? Spar dir... Was willst du? Dein Spieß... Ja, du könntest... Aha. Weshalb soll... Herrgott nochmal. Sie haben Heinz in Uschitze gekreuzigt. Was zum Teufel soll das hier werden? Scheiße. Scheiße, scheiße. Was mache ich bloß? Scheiße. Ich weiß nicht, wo ihr Lager ist. Ein Haufen Pferde. Nun, versuch dich zu... Genau. Wenn du... Dann... Dann... Tja, ist wohl besser. Aber du erzählst... Keine Sorge. Danke, wer's pro... Das Mädchen bei der... Jawohl. Sie sagte mir, dass du... Echt? Okay. So. Hätten wir das wieder. Dann probieren wir das hier nochmal. Zip. Ich darf halt nicht mit dem Typen reden. Oder ich sollte das Ding zurücklegen. Da ist er aber doch. Oder? Das ist irgendein Honk. Das ist irgendein Honk. Gott schütze dich, Heinrich. Was ist denn da hier draußen, wer? Hey! Heinrich kommt uns besuchen! Das ist der Falsche. Hat das Ding zwei Stockwerke? Na gut, das hier ist... halt ein Keller, aber der ist nicht mit dem Rest verbunden. Yeah. Okay, dann gehe ich mal das Ding weglegen. Wenn ich das wiederfinde. Ich glaube, es war hier. Benutzen. Anscheinend habe ich das weggelegt. Es wird zwar nichts dargestellt. Aber ich kann es nicht mehr benutzen. Kann man da eigentlich rein? Nee.
Wie geht es dir, Heinrich? Er ist anscheinend über... Ah, hier ist noch was. Ah, wunderbar. Glück und Gesundheit. Hauptmann Robert schickt mich. Er sagt, es gäbe Probleme. Hauptmann Robert schickt mich. Und was könnte der Hauptmann mich wissen lassen wollen? Ich bin kein Bote. Ich habe nichts zu berichten. Der Hauptmann meint, ich könnte helfen. Ah, du bist das. Der Held von Tallenberg. So sei es. Wenn du Erfolg hast, wirst du belohnt. Wenn nicht, werde ich keine Träne vergießen. Wir wissen von einem ihrer Lager. Es befindet sich auf einem Hügel bei Skalitz, nahe den Minen. Ich sehe mir das an. Mhm. Spiel gespeichert. Das hätte mir eben gefehlt. Töte den Anführer des Lagers. Gucken wir mal, was das jetzt für Typen sind. Aber ich schätze mal, dass die da jetzt auch nicht stärker werden. Oder nicht viel stärker. Sollte hier nicht irgendwo ein Ausgang da sein. Auf geht's. Oder, ja, ich müsste jetzt sowieso einen Schnitt machen. Wir müssen wohin? Da hinten. Das ist schon ein ganz schönes Stück. Aber das wäre eigentlich eine ziemlich gute Gelegenheit, das da jetzt auch noch zu erkunden. Na, ich laufe jetzt erst nochmal zum Fluss. Und dann werde ich halt gleich was saufen zum Speichern. Ja, das hier meinte ich jetzt eigentlich. Also, ich hatte immer mal wieder von Shadern geredet, aber das hier sieht halt schon dämlich aus. Also, es sieht halt einfach aus wie ein... ja, wie in Oblivion oder einem Spiel aus dem Jahrgang aus auf einer sehr hohen Sichtweite sehr viel hingeflanscht, aber es fehlen einfach die Shader, damit es lebendig aussieht. Hüllstock. Holzfällerlager. Hallo Heinrich, die kennen mich. Kohlenmeiler. Warum mit dem reden? Köhler. Nö. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Da hinten ist irgendwas Rotes. Naja, gut, das ist einfach nur ein Tuch. Da haben wir jetzt wahrscheinlich schon... Ne, haben wir noch nichts freigelaufen. Aber dann gehe ich jetzt da mal durch die Pampa. So, guck mal hier so aus dem Busch raus.
Naja, das sieht sehr, sehr dicht aus. Da. Okay, dann muss ich hier rüber. Interessanter Ort. Aha. Das könnte das sein, was als Schatz da markiert war. Na, eigentlich, na, ich weiß es nicht. Vielleicht. Das ist auf jeden Fall, naja, Müll. So. So, ihr müsst es jetzt irgendwo, genau. Genau, da ist der Wagen. Moment, dann gucke ich jetzt noch gerade auf den Schatz. Das war 16. Das scheint was anderes zu sein. Also das ist der... Das Dingen auf jeden Fall, aber... Spricht hier von einem großen toten Baum. Den es gibt oder vielleicht auch nicht. Das scheint mir der größte Baum hier. Der sieht auch recht tot aus und groß. Eigentlich passt der noch am besten zu der Beschreibung. Falsch, den auch falsch. 16. Da kann man nicht buddeln. Mit den Steinen kann man auch nichts anfangen. Wir sind aber auch ein bisschen schmutzig. Alles blutüberströmt. Ja, also die Stelle ist, glaube ich, ziemlich eindeutig hier. Aber
wo das hier sein soll, genau, es erschließt sich mir dann nicht. Ja, und ein anderer Baum, der auf den das jetzt hier zutreffen kann, gibt's hier auch nicht. Also so wie das da dargestellt ist, dürfte das ja schon von der Front her der erste Baum sein. Aber, ja, keine Ahnung, ich sehe nichts. Ja, dann lasse ich den Baum so, wie er ist. Verzichte ich auf den Schatz. Baum gefunden. Keine Ahnung. Schraube ich mir auf. Also ich meine, hier drauf steht halt, dass er tot wäre, der Baum. Das steht allerdings auch so da, als wenn er weiter hinten wäre. Ich kann da ja noch ein Stück weiter reinreiten und kann noch gucken, ob da hinten noch irgendein großer toter Baum ist. Wildschweingebiet. Das brauchen wir aber nicht. Aber noch ein größerer Baum ist hier nicht. Den hole ich mir noch. Gehe mittlerweile auch ein bisschen schneller down. Eigentlich brauchen wir ja nur die Nieren. Ich kann den Kram zwar auch noch verkaufen, aber ich habe schon 24.000. Eigentlich ist es den Aufwand nicht wert. Das lasse ich jetzt auch so. Ja, da, also ich sehe hier keinen anderen Baum, dann werde ich auch das so akzeptieren, dass ich den Schatz hier nicht gefunden habe. Und, Moment, das ist noch ein sehr auffälliger Baum. Ah, okay. Haben wir es doch. Ist das? Nix. Glückssträhnenwürfel. Ja gut, es ist jetzt nicht so, als wenn ich hier durch was verpasst hätte.
wenn ich das nicht gefunden hätte. So, dann werde ich hier noch gerade den Kram wieder wegpacken. Oh, da bin ich ein Stück weiter gelaufen noch. Ja, dann werden wir beim nächsten Mal hier diese Ecke noch fertig erkunden und diese Typen platt machen. Und dann, ja, werde ich wahrscheinlich danach noch ein paar Mal laufen gehen und hier Banditen töten und gucken, wie das hier dann abgeschlossen wird. Und danach dann wohl den Hauptstrang weitermachen, nachdem da ansonsten nichts mehr ist. Es könnte sein, dass in irgendeinem Dorf nochmal was weitergeführt wird, wenn man nochmal mit den diesen Quest-Hintgebern spricht. Aber ich denke, das muss ich mir dann auch nicht mehr geben. Ich finde aber auch von der Spiellänge oder von den Anzahl der Quests war es jetzt auch nicht so, als wenn das zu wenig war. Das passt eigentlich schon ganz gut. Wenn die Quests halt besser funktioniert hätten, vor allem Ding. Na gut, ich mache jetzt hier den Schnitt und dann schauen wir beim nächsten Mal mit den Kämpfen weiter. Bis denne!